Ja, zum Abschluss wollen wir zeigen, dass unsere Verfahren, das wir oben definiert haben, tatsächlich auch in der Unendlich-Norm stabil ist. Und dazu müssen wir zeigen, dass diese Matrix LH unabhängig, die Matrix LH hoch minus 1, unabhängig von H in ihrer Norm beschränkt ist. Dazu muss ich relativ weit ausholen in der linearen Algebra. Und ja, das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Mal sehen, was Sie davon tatsächlich mitnehmen. Zunächst mal definiere ich mir die sogenannten M-Matrizen. Also eine Matrix A. Vielleicht sollte ich das. Eine Matrix A aus dem R hoch n Kreuz n. Ich habe es immer mit großem N geschrieben. Heißt M-Matrix. Genau dann, wenn erstmal alle Einträge AII größer gleich 0 sind, das heißt, die Hauptdiagonale soll größer gleich 0 sein, die Nebendiagonalelemente sollen kleiner gleich 0 sein, das heißt also AIK kleiner gleich 0 für I ungleich K, und wichtigste Eigenschaft, es soll gelten, dass die Inverse nur Einträge größer gleich 0 hat. Und Sie sehen schon, die ersten beiden Bedingungen sind gerade so gemacht, dass sie für unsere Matrix LH tatsächlich passen. Zwei wesentliche Eigenschaften wollen wir hier zum Einstieg mal gerade beweisen. Erstens, es sei mal U und V, zwei Vektoren aus dem R hoch n, und es sei U kleiner gleich V. Und das wird jetzt sehr, sehr häufig vorkommen. Ich werde ganz häufig Ungleichungen mit Vektoren hinschreiben. Und das soll tatsächlich einfach nur heißen, dass in jeder Komponente tatsächlich hier ui kleiner gleich vi ist. Ja? Okay. U kleiner gleich V, und ich behaupte, wenn U kleiner gleich V ist und A eine M-Matrix, dann gilt, dass A hoch minus 1 U ist auch kleiner gleich A hoch minus 1 mal V. Naja, warum ist das so? V minus U ist offensichtlich größer gleich 0. Das ist ein Vektor mit nicht negativen Einträgen. Und das heißt natürlich, da A hoch minus 1 auch nur nicht negative Einträge hat, gilt A hoch minus 1 angewandt auf V minus U ist ebenfalls größer gleich 0. Und das heißt gerade A hoch minus 1 V ist größer gleich A hoch minus 1 U. Eine zweite Eigenschaft. Angenommen, ich möchte ausrechnen die Unendlich-Norm von a hoch minus 1. Ups. Naja, was war nochmal die Unendlich-Norm? Ja, die Unendlich-Norm war die Zeilensummennorm. Das heißt also das Maximum der Beträge, der Einträge in jeder Zeile. Oder mit anderen Worten, das war das Maximum über alle i, Summe über k, Betrag a hoch minus 1 in der i-k-ten Komponente. Und jetzt wissen wir aber, dass a hoch minus 1 nur nicht negative Einträge hat. Das heißt also, ich kann mir die Beträge sparen. Und das ist einfach das Maximum über alle i, Summe über k, a hoch minus 1. Auch minus 1 IK. Ja, und das ist nichts anderes als das Maximum über alle i. Naja, auch minus 1 IK, da kann ich nochmal 1 schreiben. Das ist nichts anderes als der Vektor, der entsteht als auch minus 1 angewandt auf den Vektor aus lauter Einsen in der i-ten Komponente. Oder mit anderen Worten, weil das größer gleich 0 ist, ist nichts anderes als die Unendlich-Norm von a hoch minus 1 angewandt auf den Vektor, der aus lauter Einsen besteht. Das heißt also, für diese M-Matrizen kann man die Unendlich-Norm von a hoch minus 1 besonders einfach ausrechnen. So wie ich das gemacht habe, werden Sie vermuten, dass dieses LH, das wir da oben gehabt haben, dass das tatsächlich eine M-Matrix ist. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Ich möchte einen kleinen Satz beweisen. Sei A schwach diagonaldominant,
Und ich erinnere Sie nochmal, unsere Matrix LH oben, die war schwach diagonal dominant. Außerdem gelte, dass AII größer ist als 0. Auch das ist für unsere Matrix LH der Fall. Da standen 2 auf der Hauptdiagonalen. Und die Nebendiagonalen sind, naja, entweder sind minus 1 oder 0. Das heißt also tatsächlich AIK kleiner gleich 0 für I ungleich K. Und ich behaupte, dann ist A eine M-Matrix. Nochmal zur Erinnerung, was hieß schwach-diagonal-dominant? Schwach-diagonal-dominant hieß, dass die Summe der Beträge der Außerdiagonalelemente kleiner gleich dem Betrag des Hauptdiagonalelements in jeder Zeile ist. Das heißt also, wir wissen, die Außerdiagonalelemente sind negativ, das Hauptdiagonalelement ist positiv. Dann heißt das nichts anderes als minus die Summe AIK für k ungleich i ist kleiner gleich aii. Ja, denn das aii ist positiv. Wenn ich den Betrag nehme, bleibt das aii. Und die außerdiagonalen Elemente sind kleiner gleich 0. Das heißt, der Betrag ist jeweils minus aik. Okay, also das ist die Erklärung für schwach-diagonal-dominant. Okay, sei jetzt mal B ein Element aus dem R hoch N, also weiß. Sei B aus dem R hoch N und es sei B mal kleiner als 0. Und außerdem, wir wissen, unsere Matrix A ist schwach diagonal dominant, das heißt, sie ist insbesondere invertierbar und das heißt, es gilt AX. Dies ist invertierbar, das heißt, es gibt ein X mit der Eigenschaft, dass AX gleich B ist. Ich setze XJ mal gleich dem Maximum von X1 bis Xn, also ich bestimme das Maximum von X1 bis Xn, das wird an einer Stelle angenommen und diese Stelle nenne ich XJ. Okay, gut, wir nehmen mal an, dass XJ wäre größer als 0. Ja. Nach unseren Vorbemerkungen gilt dann, dass AJJ mal XJ, naja, also AX ist B, das heißt also, wenn ich, das gilt insbesondere für die J-Komponente, das heißt, das ist BJ minus die Summe K ungleich J, AJK mal XK. Ja, einfach nur AX ausgerechnet in der J-Komponente. So, jetzt ersetze ich mal das BJ durch 0. Naja, das BJ ist kleiner als 0, das heißt also, das Ganze wird dann mit Sicherheit kleiner. Außerdem weiß ich, naja, also diese minus AJK, das sind alles Außerdiagonalelemente, minus AJK ist kleiner gleich 0, das heißt, minus AJK ist größer gleich 0. Und das heißt, diese Elemente minus AJK, die sind alle größer gleich 0. Wenn ich jetzt das XK hier vorne nehme und durch sein Maximum ersetze, durch das Maximum der XK ersetze, dann wird der ganze Term höchstens größer. Das heißt also, das ist kleiner als minus die Summe K ungleich J AJK mal XJ, ne? Denn das XJ war das Maximum. Okay, gut, dann diese Minussumme k ungleich j a j k, da hatte ich vorhin schon gesagt, das ist kleiner gleich a j k. Ja, ich habe es hier oben mit i geschrieben. Ja, was hier steht, ist also kleiner gleich a j j mal x j. Ja, und das bedeutet, was haben wir hier stehen? A j j mal x j ist kleiner als a j j mal x j. Das kann nicht der Fall sein. Und das heißt insbesondere, unsere Annahme war falsch und es gilt, xj ist kleiner gleich 0. Achso, und das habe ich jetzt gerade, glaube ich, nicht gesagt. Dabei ist die Voraussetzung natürlich eingegangen, hier vorne im letzten Schritt. Wenn das xj positiv ist, kann ich hier vorne das kleiner gleich hinschreiben. Ansonsten wird sich hier natürlich das Vorzeichen umdrehen. Okay, gut, also xj ist kleiner gleich 0. Das heißt insbesondere, wenn b kleiner als 0 ist,
Naja, dann ist das x auch kleiner, ist das x kleiner gleich 0. Und das x ist das a hoch minus 1b. Das heißt, für b kleiner gleich 0 folgt a hoch minus 1b ist kleiner gleich 0. Okay, ich möchte das noch ein bisschen weiter treiben. Und zwar sei mal b kleiner gleich 0. Dann gilt mit Sicherheit, dass für Epsilon größer als 0 der Vektor b minus Epsilon mal 1, 1, 1, der ist mit Sicherheit kleiner als 0. Ja? Okay, gut. Nach unserem Satz, den wir gerade bewiesen haben, ist dann a hoch minus 1 mal b minus Epsilon mal 1, 1, 1 kleiner als 0. Jetzt lassen wir Epsilon gegen 0 gehen und dann folgt, dass a hoch minus 1b, kleiner gleich 0, Entschuldigung, und dann folgt, dass a hoch minus 1b muss auch kleiner gleich 0 sein. Okay, und das gilt für jedes b kleiner gleich 0. Dann nehme ich mal den Spezialfall b gleich minus ek und ek soll der Kater-Einheitsvektor sein. Okay, das heißt also a hoch minus 1 mal b ist kleiner gleich 0. Naja, aber wenn b ek ist, dann ist a hoch minus 1 ek, das ist die Kate-Spalte von a hoch minus 1. Das heißt also, die Kate-Spalte von a hoch minus 1 ist kleiner gleich 0, also Minus haben wir da vorne gesetzt, also die kleinste, die Kate-Spalte von minus a hoch minus 1 ist kleiner gleich 0 und das heißt, die Kate-Spalte von, von a hoch minus 1 ist größer gleich 0 und da ich das natürlich für alle k machen kann, folgt sofort, dass a hoch minus 1 ist größer gleich 0 und damit ist gemeint, alle Einträge von a hoch minus 1 sind größer gleich 0 und daraus folgt tatsächlich, A ist eine M-Matrix. Naja, unser LH erfüllte all die Voraussetzungen, die da oben stehen. Das heißt insbesondere, LH ist eine M-Matrix. Ja, und jetzt, um jetzt unseren Satz zu beweisen, schauen wir auf die Funktion W von T gleich 1/2 mal t mal 1 minus t. Und diese Funktion hat die folgenden Eigenschaften. Erstmal minus w2' von t. Naja, wenn ich zweimal ableite, dann kommt 1 raus. Also kommt minus 1 raus, halt zusammen mit dem Minuszeichen kommt eine 1 raus. Wir haben die Eigenschaft w von 0 gleich w von 1 gleich 0. Das heißt, das erfüllt unsere Randbedingungen. Das ist also tatsächlich eine analytische Lösung des Randwertproblems minus w2' gleich 1, w von 0 gleich w von 1 gleich 0. Genau dieses Problems, das wir oben betrachtet haben mit f gleich 1. Wir haben die Eigenschaft, dass w ist größer gleich 0 im Intervall von 0 bis 1, das wir betrachten. Und ja, das W nimmt auch sein Maximum an der Stelle 1/2. Und es gilt, W von T ist kleiner gleich 1/8. Okay, gut. Wir führen als WH ein die Funktion W eingeschränkt auf unser Gitter IH. Okay, nach dem, was wir oben gesagt haben, wir wissen, unsere Diskretisierung, die wir da oben eingeführt haben, die war konsistent. Das heißt also, es gilt, dass die Norm von LH von WH minus 1, 1, 1, 1 in der unendlichen Norm kleiner gleich C mal H Quadrat ist. Also in jeder Komponente ist der Unterschied zwischen der Diskretisierung und der rechten Seite, also der 1, kleiner gleich c mal h Quadrat. Und das war genau das, so haben wir tatsächlich um diese Diskretisierung auch hergeleitet.
Okay, wenn das der Fall ist, naja, dann gilt mit Sicherheit, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Vektoren, die da stehen, also LHWH hoch minus 1, LHWH minus 1111 ist kleiner gleich c mal h Quadrat. Das heißt also, ich kann sicherlich sagen, dass LH mal WH ist größer gleich 1 1,1 plus c mal h Quadrat, ja, ebenfalls plus ein Vektor 1,1,1,1. Ja. In jeder Komponente haben wir diese Abschätzung und ja, genau das habe ich da vorne hingeschrieben. Okay, gut, das heißt, wenn das h klein genug ist, dann gilt mit Sicherheit mal, dass LHWH ist größer gleich 1/2 mal 1. 1,1, falls das h klein genug ist. Okay. LH ist eine M-Matrix. Das heißt, ich kann diese Ungleichung, die da steht, von links mit LH hoch minus 1 multiplizieren und sie bleibt richtig. Das heißt also, WH, und ich möchte mal gleich noch mit der 2 multiplizieren, dann haben wir 2 mal WH. Ist größer gleich LH hoch minus 1 mal den Vektor, der aus lauter Einsen besteht. Okay. Gut, wir hätten gerne die Unendlichnorm von LH hoch minus 1. Nun, LH ist eine M-Matrix und für die haben wir vorhin gezeigt, dass sich da die Unendlichnorm besonders einfach berechnen lässt. Das ist nämlich nichts anderes als die Unendlichnorm von LH hoch minus 1 angewandt auf den Vektor 1, 1, 1, 1. Okay, das sind aber alles positive Zahlen, die da stehen. Ja, also dieses LH hoch minus 1, das LH hoch minus 1 hat nur positive Einträge, das heißt, alle in diesem Vektor sind alle Einträge positiv. Das heißt also, wenn ich das hier vorne ersetze durch 2 mal WH, dann bleibt das mit Sicherheit richtig, was da steht. Das wird höchstens größer. Das habe ich gerade gezeigt. Okay, die Norm von WH, wie sieht die aus? Naja, das WH ist W ausgewertet auf dem Gitter. Ja, das Maximum von W haben wir das da. Ah, genau, W war kleiner gleich 1/8. Das heißt, das ist mit Sicherheit kleiner gleich 2 mal 1/8, denn das WH besteht nur aus Auswertungen von W. Okay, und das ist nichts anderes als 1/4. Das heißt also, wir bekommen auch für die Unendlichnorm, interessanterweise genau dieselbe Abschätzung wie vorhin für die euklidische Norm, bekommen wir am Ende, dass LH hoch minus 1 in der Unendlichnorm ist kleiner gleich 1/4. Ja, und das bedeutet sofort, unser diskretes Verfahren ist stabil bezüglich der Unendlichnorm und das heißt auch, es ist konvergent bezüglich der Unendlichnorm. Sieht auf den ersten Blick jetzt aus wie ein tolles Ergebnis. Ja, also konnten wir jetzt alles nachweisen und wir haben Stabilität. Aus der Stabilität folgt die Konvergenz. Ich hätte jetzt mit diesem Beweis und mit beiden Beweisen, die wir gerade gemacht haben, ein ganz großes Problem. Nämlich bei der 2-Norm, bei der euklidischen Norm, da haben wir uns ganz konkret die Eigenschaften dieser Matrix zunutze gemacht. Und wir haben ganz konkret die Struktur benutzt, wir haben explizit die Eigenwerte ausgerechnet. Das ist ein absoluter Zufall, dass man das tatsächlich mal tun kann. Und ich habe mich auch deshalb hier auf so ein einfaches Beispiel zurückgezogen, weil es tatsächlich nur für dieses Gleichungssystem so funktioniert. Und beim zweiten, bei der Unendlichnorm, ist es eigentlich alles sehr ähnlich. Man kann den Beweis noch ein bisschen modifizieren, aber das ist doch ein Mirakel, ja, dass man hier vorne diese Funktion W einführt, die einfach plötzlich vom Himmel fällt
Und da kommt man tatsächlich mit dieser Funktion plötzlich durch. Also so richtig einsichtig ist das alles eigentlich nicht. Ja, und man hat so das Gefühl, naja gut, also für diesen Spezialfall konnte man das jetzt zeigen, aber im Allgemeinen ist das, was hier steht, eigentlich wahrscheinlich gar nicht nachzuweisen. Und das ist tatsächlich der Fall. Und deshalb sind diese diskreten Methoden für Randwertprobleme auch tatsächlich so gar nicht so wahnsinnig beliebt. Und man formuliert deshalb das Randwertproblem um. Und das werden wir im Rest der Vorlesung, in den nächsten drei Vorlesungen tatsächlich auch tun und werden statt dieser statt dieses Diskretisierungsansatzes einen Variationsansatz betrachten. Trotzdem möchte ich Ihnen abschließend nochmal in einem kleinen numerischen Experiment demonstrieren, wie man diese diskreten Lösungen ausrechnet und Ihnen zeigen, dass das auch tatsächlich in der Praxis funktioniert.